So Leute, bevor ihr das Video losgeht, möchte ich euch ein paar Informationen generell zum Spiel geben, denn es wird drei dieser Videos auf meinem Zweitkanal geben. Dementsprechend würde ich euch natürlich top informieren. Was wir vor uns haben, ist Kingdom Under Fire 2. Das ist tatsächlich ein Spiel, was MMORPG und RTS verbindet. Das klingt jetzt auf dem Papier erstmal, was ist das denn? Kenne ich nicht die Genre-Mischung, keine Sorge, kannte ich auch nicht, ist auch ziemlich einmalig. Gemeint ist damit, dass du einerseits deinen Helden steuerst, wie wir es aus MMO und MMORPGs kennen, und andererseits auch Truppen steuerst und das aus einer Vogelperspektive heraus. Das heißt, du kannst quasi in Fights erstmal deinen Truppen sagen, okay, das und das sollt ihr machen und steuerst dann auch noch deinen Helden mit den besonderen Fähigkeiten dazu. Das alles in Realtime, man kann nicht pausieren, das ist halt super stressig, aber auch sehr, sehr geil. Generell muss ich auch sagen, dass mir das Ganze sehr viel Spaß gemacht hat. Ich bin natürlich jetzt auch ein RTS-Enthusiast und auch jemand, der sich gerne mal durch ein paar Gegnerhorden durchmetzelt. Aber was mich ganz besonders erfreut hat, ist, dass man ein Spiel, was gerade in Korea sehr erfolgreich war, für den westlichen Markt angepasst hat. Das heißt, es gibt kein Pay-to-Win. Das Einzige, was du machen kannst, ist quasi Geld ausgeben, um dir andere Skins für deinen Mount zu holen. Das heißt, dein Pferd sieht dann anders aus und kann ziemlich sick aussehen. Und dadurch kannst du das Spiel quasi nochmal gegenfinanzieren. Ansonsten bezahlt man aber 30 Euro. Jetzt würde ich aber gar nicht viel mehr erzählen. Ich hoffe, ihr gebt dir ganz eine Chance und ich hoffe, ihr genießt die Videos. Die nächsten gibt es dazu dann nächste Woche und ich habe für euch einmal ganz kurz zusammengefasst, was storymäßig denn passiert ist bis zu diesem Punkt. Am Anfang beginnt natürlich alles wieder mal mit der Charaktererstellung. Das heißt, ich habe mich für einen Elementalist entschieden. Hier gibt es einen Gender-Lock, das heißt, die ist auf jeden Fall weiblich und du hast sehr viele Möglichkeiten, deinen Charakter da zu modifizieren, wie du ihn eben haben möchtest. Kurz nachdem ich dann quasi meinen Charakter erstellte und reingehüpft habe, musste ich erstmal zusehen, wie mein König stirbt und hier irgendwie stirbt. Nein, der wird einfach ausgelutscht von diesem Schwert und danach über die Reling geschmissen, beziehungsweise über das Geländer und klatscht natürlich auch kurz vor mir auf. Ja, geil. Kurze Zeit später lerne ich dann Glenn kennen. Der kam tatsächlich auch schon in den ersten Teilen von der Kingdom Under Fire Saga raus. Also das ganze Spiel ist auch schon ewig in der Entwicklung, fast ein ganzes Jahrzehnt. Und dieser Glenn hat schon mal früher eine Hauptrolle gespielt und ist, soweit ich es verstanden habe, der Sohn von einem der Hauptdarsteller mit einer Elbin. Und er ist ziemlich krass und er kann schießen und dann fallen Dinge vom Himmel. Holy fuck. Kurz darauf haben wir uns dann auf den Weg gemacht, um erstmal den Mondlichtturm zu suchen. Der ist versiegelt. Mit Hilfe unseres Kumpels Jade oder Jade, keine Ahnung, wie man den ausspricht, haben wir es allerdings geschaffen, das Siegel zu brechen und konnten reingehen. Drinnen mussten wir uns natürlich mal wieder richtig schön durchboxen, haben 1000 Gegner getötet, um am Ende an Kristalle zu kommen. Diese Kristalle brauchten wir, um unser Luftschiff in die Luft zu schwingen, nämlich die Mondschwinger. Die habe ich allerdings nicht ganz so gut gesteuert, das heißt, kurz danach ist sie wieder kaputt gegangen. Wir haben es allerdings geschafft, mit unseren ganzen Leuten noch rauszukommen und sind auch über den ersten großen Hügel gekommen und haben deswegen erstmal ein bisschen Abstand zu unseren Feinden. Kaum sind wir gelandet, kommen auch die nächsten Jungs um die Ecke. Die scheinen dieses Mal allerdings freundlich und sagen, ey, wollt ihr uns helfen, unsere Stadt wieder zu erobern? Das wäre ziemlich cool. Ich persönlich war super misstrauisch, aber ich wollte ihnen natürlich trotzdem helfen und genau dort beginnt jetzt unsere Mission. Oh, what the fuck, man. Okay, das ist mein Trebuchet. Welt an der Burgmauer. I did that. Ich kriege ja die ganze Zeit immer noch so ein bisschen Tutorial-Feeling. Es kommt auch nicht von ungefähr, das Spiel ist einfach damit komplex. Und ist entsprechend auch tatsächlich bis noch bis Level 20 rein, immer mit so leichten Tutorial-Elementen, wobei ich mittlerweile natürlich die Basics des Spiels schon mehr als vertraut bin. Tapferer Erlöser wehrt euch. Na gut, wenn Pferd das sagt, wird die Meute wahrscheinlich reagieren. Oh, die haben Kanonen. Okay. Es ist ein Mittelalter, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen Schießpulver im Spiel. Das kann ich euch versprechen. Okay, es sieht so aus, als wären wir gleich da durchgekommen. Und da müssen wir natürlich gucken, dass wir unsere Truppen auch heilen. Auch dafür haben wir eine Fähigkeit. Ansonsten haben wir aktuell 4 Fähigkeiten auf unserem Main. Einer davon ist ein Shield. Den versuche ich immer zu aktivieren, bevor ich in diesen RTS-Modus gehe. Das werde ich euch aber gleich nochmal expliziter erklären. Okay. Diese Cutscenes sind übrigens immer sehr, 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 sehr schön. Okay, guten Tag, da kommen Sachen raus. Wir versuchen uns natürlich sofort bestmöglich hier reinzudonnern. Wo bin ich? Ach so. Ja. Von mir aus offensiv. Ich bin sofort dabei. Ah! Panik. F4, Attacke. Suchen wir nach Wert. Das ist die Sache. Jetzt bin ich also quasi auch mit meinem Helden unterwegs. Und jetzt kann ich euch genau den Übergang zeigen. Oh, da vorne ist er. Ah, er läuft natürlich weg. Ne? Feigling. Unfassbar. Okay. Ich darf quasi die Verfolgung übernehmen. Jetzt kann ich quasi hier reingehen und habe dann wieder dieses mehr oder weniger normale MMO. Wobei gerade mein Problem ist, dass ich mein
Begleiter noch gar nicht am Start habe. Ich kann dann wiederum navigieren. Ich werde den jetzt hier gerade einmal reinwerfen. Ich habe verschiedene Optionen, wie ich den einsetzen kann, meinen Kollegen hier. Ja, jetzt zum Beispiel habe ich quasi Follow-up-Möglichkeiten immer wieder. Das heißt, ich kann mich entscheiden, was meine Einheiten danach sein sollen. Da habe ich einen Gnadenstoß verpasst. Das heißt, jetzt zum Beispiel sage ich dann einfach, spring da mal rein. Ich könnte allerdings stattdessen auch mit meiner normalen, also mit meinem Held eine mehr oder minder normale Unit machen. Ich würde eigentlich gerne einmal in die F4-Sicht reingehen, um meine Infanterie zu heilen. There we go. Mit STRG C kann ich die weiter heilen, mit STRG 1 kann ich die Sachen einsetzen. Und ansonsten muss ich natürlich ein bisschen gucken, dass ich meinen Helden genug steuere. Jetzt geht mein Bär richtig heim. Das ist das angesprochene Schild, das kann ich auch platzen lassen. Für einen netten AOE-Effekt. Jetzt ist wieder mein Bären da reinspringen, sobald der fertig ist mit seinem Busy-Zeug. Ich würde meine Leute jetzt mal auf ein bisschen aggressiver stellen. Das ist immer so ein bisschen natürlich das, was das Spiel ausmacht, dass man quasi nonstop die Entscheidung trifft, was macht man. Oh, sehr schön. Ich kann übrigens, wenn ich CC bin, eine Fähigkeit einsetzen, mit der ich aus dem CC rauskomme. Ist nicht mal cleanster Fight, muss ich sagen. Ich will mal Troops. Kommst du mir, Kinder? Ich kann mein Schild fast instant wieder wegcasten. Ach, da war schon wieder ein Gnadenstoß, den ich gemisst habe. Was ist die Camp-Problematik gerade? Ich laufe in die falsche Richtung. Okay, ich bin auf jeden Fall ein bisschen sehr spät jetzt hier dazu gekommen. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal ordentlich aufräumen mit unseren Bären an unserer Seite. Gar nicht so schlecht aus. Unser Bär springt ja immer noch fröhlich rein. Das hat sehr gut Damage gemacht. SRGC sollte eigentlich in der Lage sein, die Fähigkeit anzuwenden, aber dafür muss ich immer kurz hier rein. SRGC, okay, Moment. Dann wieder raus. Das ist halt so ein bisschen das, wo dann natürlich später auch die Spreu vom Weizen trennt, wie schnell man eben in der Lage ist, das zu machen oder nicht zu machen. Ich bin das in den meisten Fällen leider noch gar nicht in der Lage, schnell zu machen. Was ist denn jetzt? Na gut. Dann mache ich jetzt einmal meinen Finisher-Move. Das Ding ist schon weg. Ich kann jetzt noch einmal reinbuffen, um ihn stärker zu machen. Mal kurz auf den Rest warten. Ja, finish it. Ich habe das Gefühl, dass die das sonst nicht machen. Wunderbar. Ein meiner Bogenschützen hier brav weiter. Ja, sehr gut. Wieder dieselbe Öffnung. Das heißt, ich lasse meinen Bären einmal reindonnern. Da war ein Finisher Move. Okay, guten Tag. Hier komme ich aus dem CC raus. Das ist wichtig, immer den Sprung des Bären zu haben, wie ihr sehen könnt. Ich müsste eigentlich öfter hier rausgehen und zumindest kurz das aktivieren. Da kann ich mit Tapheit wieder reingehen. Also das ist auch mit Abstand das Niceste. Also dieser Mix aus RTS und MMO, den kenne ich so nicht. Den habe ich so einfach noch nie gesehen. Und der ist extremst geil. Also das ist echt das, was es ja auch im Endeffekt von allen anderen Spielen, die ich kenne, unterscheidet. Ah ja, Bruder, bin ja. Finish it, please. Thanks. Auch hier hätte ich natürlich erst wieder meinen Leuten ein Command geben sollen. Das ist so ein bisschen die Sache. Ich bin da manchmal noch ein bisschen zu MMO-lastig unterwegs und nutze quasi die ganze Zeit meinen Hero sehr gut oder ansatzweise gut. Ah, gut, habe ich ja eigentlich relativ wenig gespielt, muss ich sagen. Und bin deswegen noch ein bisschen... Oh. Okay.
convert, you scumbag. I won't forgive you. You won't? How? You don't know what I can do. Wird's gerade hinter ihm ein bisschen dunkler? Oh nee. Ja klar, der kann also ein Portal erschaffen. Bruder muss kräftig los. XXXXX, defensiv. Und dann rein hier, ne? Nee, das war auf jeden Fall ein heftiger CC. Ich denke, das kann ich blocken, wenn ich es besser spiele. Okay, den müssen wir auf jeden Fall die Gegenstände zukümmern später holen. Hier versuche ich jetzt mal einen Eisblock runterzuballern. Den da, um ihm ein bisschen mehr Damage zu machen. Ich glaube, ich sollte... Oh, das ist nicht gut da. Ich habe noch ein Schild an, deswegen ist es wahrscheinlich absolut. Okay, doch, das ist dann doch ein bisschen wilder als gedacht. I fucked up. Meine Infanterie ist gestorben. Oh mein Gott. Das ist leicht beunruhigend. Okay. Das ist mehr als so ein bisschen beunruhigend. Ach du Scheiße, Bruder. Das ist ein bisschen CC am Start, würde ich sagen. Ja, meine Infanterie stirbt schon wieder. But I can't really change it. Okay, ich kann es changen. Ach du Scheiße! Ah! Ich sehe nichts! Ja, ja, wiederbeleben, komm! Rein da! I kinda killed something. Okay, das war definitiv besorgniserregend. Also jetzt scheint die Lage ja halbwegs im Griff. Wie ihr seht, habe ich relativ geringe Cooldowns. Holy shit, ey. Wenn ich nie so... Nee. Nicht nochmal. Nee. Haut mal bitte ab, Boys. Das hier ist kein Fight für euch. Ach nee, nicht noch eine Runde. Puh, belastend, aber ich sollte vielleicht aufhören, da reinzurennen. Wo ist er? Nee, der ist abgehauen. Ach du Scheiße. Hätte ich ihn killen können? Ich habe 2 Wiederbelebungen verloren. Ich weiß nicht, ob die pro Mission sind oder insgesamt. Ich habe die Infanterie überhaupt nicht beachtet. Ich muss sie auf jeden Fall rausziehen, wenn so AOE-Damage kommen. Das ist ja komplett amateurft. Muss sagen, ich war am Anfang ein bisschen irritiert, dass ich meinen Chat nicht steuern konnte. Ich hatte mich mit ihnen darauf geeinigt, dass er meine Flüchtlinge aufnimmt. Let our refugees stay here for a bit while we sort things out. Don't worry. I swear on my own. Ich glaube immer noch, dass sie mich betrayed, by the way. Thank you. Ich glaube ihnen irgendwie kein Wort. Load off my chest. Now, the soldiers are bringing us drinks. Let's talk about business later. General Glenn, you're a hero. Why don't you say something nice to my soldiers? That'll make them so happy. Everyone, let's shout and drink. It's time for celebration. Yeah! Da ist wieder so ein bisschen der Asia-Style, den ich schon mal angesprochen hatte. Der kommt da aus meinem Chapter dann doch raus. Die Mission war erfolgreich. Ich frage mich, ob es hierfür heftige Punktabzüge gibt, dass ich krepiert bin, wie so ein Idiot. Todesmalus 9000, trotzdem kriege ich noch ein S. Meine beiden Einstellungen für Stufenaufstieg. Achso, Beute werden.
Ich weiß gerade nicht genau, wie gut meiner ist. Hier kann ich die nicht erworbene Tun dann sehen. Das ist immer recht angenehm. Das heißt, man muss am Ende da nicht irgendwie durchgehen noch alles annehmen. Aber das ist tatsächlich, das sind die Missionen. Das ist der Mix aus MMO und RTS, den ich angesprochen hatte. Ich habe viel falsch gemacht, ich hätte viel mehr steuern können. Ich kannte auch den Autocast nicht. Ist die Frage, ob ich tatsächlich, das kann ich wahrscheinlich auch Autocasten. Nee, kann ich nicht. Okay. Ja, aber das hätte ich öfter aktivieren müssen. Ich hätte realisieren müssen, dass meine Infanterie gegen diesen Boss komplett nutzlos ist und ich einfach nur mit dem tanken sollte und mit den Bogenschützen schießen sollte. So habe ich 2 Free Wiederbelebungen verloren. Aber das Spiel. Wir sind immer noch Level 9. Wir kriegen allerdings die XP hier erst danach. Und das sind eben, wie gesagt, diese Missionen. Ich muss sagen, es ist echt so, dass du dich am Anfang hast das Gefühl, du spielst normales MMO, aber die Fights sind halt insane. Und ich glaube auch, dass Skill hier einen riesen Unterschied macht. Also jede Fähigkeit richtig einzusetzen gelingt mir generell nicht, weil ich nicht der beste MMO-Spieler bin. RTS-mäßig müsste ich es eigentlich drauf haben, aber dieses Multitasking ist extrem geil und treibt für mich das auf die Spitze, was zum Beispiel Warcraft 3 für mich eine Zeit lang gemacht hat, dass du halt deinen Hero hast, weil du echt in diese Single-Target-Variante reingehst und da Sachen machen kannst. Plus, ich bin halt ein riesen Fan davon, Sachen zu beschweren. Das heißt, hier ein Bär meiner Seite zu haben, ist mega nice. So viel allerdings hierzu. Wenn ihr das Ganze zocken wollt, dann werft einfach einen Blick in die Beschreibung. Da findet ihr noch weitere Informationen. Und ansonsten wird es nächste Woche noch 2 weitere Videos dazu geben. Also freut euch drauf, wenn es euch Bock gemacht hat. Ansonsten gebt mir gerne Feedback in den Kommentaren. Ich persönlich bin sehr, sehr happy, dass es keinen Pay-to-Win-Faktor gibt und dass man es tatsächlich geschafft hat, das Ganze für die westliche Region halt eben ein bisschen anders anzugehen, als es vielleicht in den östlichen Regionen war. Und dieses MMO-RTS-Ding ist echt was mich fixt und wo ich halt hinterher gehen werde, wie komplex das noch wird. Also 75 Einheitenklassen, du kannst 3 steuern, wie krass wird's noch, das werden wir alles gemeinsam erfahren. Vielen lieben Dank an dieser Stelle, dass ihr eingeschaltet habt und wie immer freue ich mich auf euer Feedback. Macht es gut, bis bald, euer Johnny.